Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir kennen bereits elementare Mengenoperationen, Vereinigung, Schnitt, Teilmenge und Komplement. In diesem Video beschäftigen wir uns mit komplizierteren Mengenoperationen, das ist die symmetrische Differenz und die Potenzmenge. Legen wir direkt los und schauen uns die symmetrische Differenz an. Also wir haben zwei Mengen A und B. Die symmetrische Differenz bezeichnen wir mit so einem Dreieck und die ist wie folgt definiert. Die symmetrische Differenz von A und B ist gegeben durch A ohne B vereinigt mit B ohne A. Ich starte mal direkt mit einem Beispiel, dann wird, glaube ich, auch klar, was damit gemeint ist. Schauen wir uns mal an die Menge, die hat 1, 2 und 3 und die Menge mit 3, 4 und 5. Die symmetrische Differenz dieser beiden Mengen ist wie folgt definiert. Also wir haben 1, 2, 3 ohne 3, 4, 5 vereinigt mit 3, 4, 5 ohne 1, 2, 3. Was kommt jetzt in der symmetrischen Differenz dazu? Also hier vorne 1, 2, 3 und 3, 4, 5. Da müssen wir die 3 abziehen, weil die kommt ja hier vorne vor. Das heißt, es bleibt hier die 1 und die 2. In der zweiten Hälfte haben wir 3, 4 und 5. Wir müssen die 3 abziehen, weil wir minus 1, 2, 3 rechnen. Das heißt, wir bleiben mit der 4 und der 5. Was wir bekommen, ist also die Menge 1, 2 vereinigt mit der Menge 4, 5. Und das ist einfach die Menge mit der 1, 2, der 4 und der 5. Also das ist die symmetrische Differenz der Menge 1, 2, 3 und der Menge 3, 4, 5. Schauen wir uns das nochmal für unendliche Beispiele an. Sagen wir mal, wir berechnen die symmetrische Differenz der Menge der natürlichen Zahlen und der Menge der reellen Zahlen. Das ist definiert als die Menge der natürlichen Zahlen ohne die Menge der reellen Zahlen, vereinigt mit der Menge der reellen Zahlen ohne die Menge der natürlichen Zahlen. Jetzt ist es so, dass die natürlichen Zahlen ja komplett in den reellen Zahlen enthalten sind. Das heißt, n minus r ist einfach die leere Menge, da bleibt nichts mehr übrig. Ich schreibe es vielleicht einfach nochmal hier dazu. Also das ist der Fall, da die natürlichen Zahlen komplett in den reellen Zahlen enthalten sind. Also wenn wir das abziehen, bleibt da nichts mehr übrig. Auf der rechten Seite, das bleibt wohl da, also das ist vereinigt mit der Menge der reellen Zahlen und die Menge der natürlichen Zahlen. Das heißt, die symmetrische Differenz der natürlichen Zahlen und der reellen Zahlen ist einfach die Menge der reellen Zahlen ohne die Menge der natürlichen Zahlen. Okay. Malen wir uns das Ganze nochmal in dem Bild auf, dann wird es, denke ich, nochmal klarer. Wir haben unsere Menge A und wir haben eine Menge B. Wir wollen herausfinden, was ist die symmetrische Differenz von A und B. Ich schreibe die Definition nochmal dazu. Also das ist einfach A ohne B vereinigt mit B ohne A. Markieren wir einfach die beiden Teile mal. Also A ohne B ist genau dieser Teil. Ja, das heißt, der Schnitt muss weggelassen werden. B ohne A ist genau dieser Teil. Und das ist die symmetrische Differenz. Alles das, was da jetzt in Rot markiert ist. Okay, bevor wir uns mit der Potenzmenge beschäftigen können, müssen wir ein bisschen darüber reden, was Mengen von Mengen sind. Bisher war es ja so, dass wir uns einfach Mengen angeschaut haben, zum Beispiel die Menge mit der 1 und der 2 oder die Menge mit der 3, der 4 und der 5 oder auch die Menge, meinetwegen, mit der 2, 3 und 4. Das heißt aber, die Elemente unserer Mengen waren immer einfach wieder Zahlen. Jetzt können wir aber auch diese Mengen zusammenpacken in eine neue Menge. Dann schaut das Ganze wie folgt aus. Oder wir können dazu noch wieder eine Menge packen. Zum Beispiel die Menge mit der 1 und der 3, sagen wir mal. Und dann packen wir das wieder in eine Menge. Und jetzt kann man da oben schon gar nicht mehr so ganz genau erkennen, was eigentlich irgendwie wie zusammengehört. Weil die ganzen Mengen so konfus hin und her sind. Ich male es deswegen einfach nochmal ein bisschen klarer auf. Also wir haben hier vorne erstmal mit drei Mengen gestartet. Wir malen die mal einfach so. Also wir haben hier die 1 und die 2. Das ist eine Menge, dann haben wir hier die 3, die 4 und die 5. In unsere zweite Menge getan und die dritte Menge hat hier die 2, 3 und die 4. Jetzt packen wir diese Mengen alle zusammen in eine etwas größere Menge. Und gleichzeitig haben wir hier auch diese Menge, die hat die 1 und die 3. Und jetzt nehmen wir diese beiden Mengen und packen die in eine ganz große Menge zusammen. Das ist dann diese hier. So kann man sich das Ganze vorstellen. Ja, das heißt, Mengen können natürlich erst verschachtelt sein und Elemente von Mengen
Müssen nicht Zahlen sein, es können auch im Allgemeinen einfach wieder Mengen sein. Und man kann jetzt hier auch noch weitere Elemente immer hinzutun oder wegnehmen. Aber wir haben sozusagen Mengen, die verschachtelt sind. Wenn das erstmal einmal klar ist, dann macht es auch Sinn, die Potenzmenge zu definieren. Also wir können sagen, die Potenzmenge einer Menge ist die Menge aller Teilmengen. Also die Potenzmenge von A ist die Menge aller x, sodass x eine Teilmenge von A ist. Schauen wir uns das wieder im Beispiel an. Wir nehmen einfach, sagen wir, die Menge A als die Menge mit der 1 und der 2. Dann schauen wir uns an, was sind alles Teilmengen. Zunächst haben wir die leere Menge. Also die leere Menge ist auf jeden Fall eine Teilmenge von A, weil das ist eine Teilmenge von jeder anderen Menge. Dann ist die Menge, wo nur die 1 drin ist, eine Teilmenge von A, weil ja 1 ein Element von A ist und andere Elemente haben wir da nicht. Genauso ist die Menge mit der 2 eine Teilmenge von A. Und, ganz wichtig, auch A selber ist eine Teilmenge von A. Das haben wir immer. Das heißt, in diesem Fall besteht die Potenzmenge von A aus 4 Elementen. Wir haben die leere Menge, wir haben diese Menge und die Menge A selbst. Also die Menge mit der 1, die Menge mit der 2 und A selbst die Menge mit der 1 und der 2. Also die Potenzmenge hat in diesem Fall 4 Elemente. Schauen wir uns noch weitere Beispiele an, vielleicht etwas ein bisschen komplizierteres. Wir nehmen uns einfach mal her die Menge, nennen die jetzt auch mal A, mit der 1, der 2 und der 3. Also wir haben jetzt 3 Elemente. Hier, das ist unsere Menge A. Wie sieht die Potenzmenge aus? Naja, jetzt müssen wir uns verschiedene Varianten anschauen. Also als erstes haben wir in der Potenzmenge von A die leere Menge drin. Dann haben wir diese einzelnen Mengen drin. Also wir haben die Menge mit der 1, die Menge mit der 2 und die Menge mit der 3. Jetzt können wir noch Paare bilden. Diese hier, die landen auch alle in der Potenzmenge. Also die Menge mit der 1 und der 2, die Menge mit der 2 und der 3, die Menge mit der 1 und der 3. Und wir haben natürlich die ganze Menge selber, also die Menge mit der 1, der 2 und der 3. Also die Potenzmenge von A besteht aus diesen Mengen, das ist in diesem Fall, hat die 8 Elemente. Man kann sich auch noch kompliziertere Potenzmengen anschauen, zum Beispiel die Potenzmenge der natürlichen Zahlen. Wie schaut die aus? Die können wir nicht mehr so einfach hinschreiben, wir können uns einfach mal überlegen, was da so für Elemente drin vorkommen. Also, ich meine, ich habe schon gesagt, die leere Menge ist eigentlich immer ein Element der Potenzmenge. Die Menge selber ist immer ein Element der Potenzmenge. Das ist einfach. Für die natürlichen Zahlen, ich meine auch diese Menge A von da oben, die 1, 2 und 3. Ja, das ist eine Teilmenge der natürlichen Zahlen, also das ist ein Element der Potenzmenge der natürlichen Zahlen. Aber auch unendlich große Mengen können da drin sein. Zum Beispiel die Menge aller natürlichen Zahlen, sodass n gerade ist. Auch das ist ein Element der Potenzmenge der natürlichen Zahlen. Oder einfach die natürlichen Zahlen ohne die 0, also minus die Menge, die 0 enthält. Das ist einfach die Menge mit 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Auch das ist ein Element der Potenzmenge der natürlichen Zahlen. Also man sieht schon, die Potenzmengen können sehr kompliziert werden. Fassen wir nochmal zusammen, was haben wir in diesem Video gelernt? Wir haben uns die symmetrische Differenz angeschaut, die Potenzmenge. Im nächsten Video sprechen wir über die Größe von Mengen. Ich habe ja gerade schon ein bisschen immer die einzelnen Elemente gezählt und wir machen das ein bisschen allgemeiner und zählen sozusagen ein bisschen die Anzahl der Elemente von unendlich großen Mengen.